Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Domekeeper. Wir buddeln wieder weiter und gucken mal, dass wir hier das finale Artefakt finden auf der großen Karte. Bin schon sehr gespannt. Aber die Richtung von diesen Sonden zeigt ja nach unten, ne? Also da hat er hier diese Kabelverbindung hat er ja nach unten. Okay, da geht's nicht weiter. Okay, da ist das Kabel, sehr gut. Guck mal, da haben wir fast eine Querverbindung, ne? Okay, dann hier nach rechts. Ah, Finale. Oh, wir buddeln aber alles aus, bevor wir das nach oben transportieren. Also wir können das ja schon mal freilegen, das ist kein Problem. Da ist es. Kurz Erinnerungsfoto. Katsching. Ich habe bis jetzt immer die Screenshots für die Folgen aus den Folgen rausgezogen. Oh, geht's noch ein Stück tiefer. Okay. Ich lege das hier aber nochmal alles frei. Okay, wir müssen uns gleich nach oben teleportieren. Jawoll. Jawollsen. Warte mal kurz. Das Ding ablegen. Was? Okay, wir müssen nach oben. Da ist nochmal ein Upgrade drin, eventuell. Ah, habt ihr gesehen? Eben hat es sich gelohnt, dass wir die Schüsse abschießen konnten. Schwierig. Jetzt wird's eklig. Mal ganz kurz noch reparieren. Wow, mal ganz kurz durchschnaufen. Zum Glück ist jetzt gerade Pause. Oh Mann, ey. Okay, weiter geht's. Hey, hör da, da sitzt ja noch einer drauf, den habe ich gar nicht gesehen. Wow. Okay, das könnte jetzt interessant werden. Ihr seid jetzt alle beim Finale dabei. Ne, wir nehmen noch den Kram mit. Das schaffen wir in dieser Folge noch. Ding, 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 ding. So, das nehmen wir jetzt noch mit nach oben. Da können wir vielleicht noch ein Upgrade draus bauen, was uns was hilft. Sag mal, wie stabil sind denn bitte diese Dinger hier? Sag mal, brauche ja Ewigkeiten. Oh, Bohr-Upgrade noch drin? Warte mal, ich muss mal einen Teil nach oben zu dem Aufzug schaffen. Boah, das ist ja... Das ist ja Wahnsinn. Lass mich mal durch. Wo ist denn der Aufzug? Der war links, ne? Boah, ist eine Strecke. Hier irgendwo. Da ist er. Ah, das ist blöd, dass das so um die Ecke ist. Das ist hier genau um die Kante, wo wir uns nicht durchbuddeln können. Okay. Oder geht's hier unten drunter durch? Nee. Hätten wir auch von der anderen Seite geschafft.
Tack, 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 tack. Ja, braucht halt mal ewig. Wahnsinn. So, komm, wir gehen nach oben. Dann machen wir noch die eine Welle. Oh, 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 scheiße, ich habe das Zeug da verwischt. Was machen wir denn jetzt mit unserem Glück? Mit dem ganzen Kram. Mal gucken. Lassen wir mal verarbeiten. 14. Also hier oben haben wir nicht mehr, ne? Wir können das Jetpack erhöhen von der Geschwindigkeit. Ich glaube nicht, dass wir noch 50 gelbe rausziehen. Wir können es aber abwarten. Dann können wir einen Bohrer updaten. Lohnt sich jetzt zum Ende aber auch irgendwie gar nicht mehr. Wir haben eigentlich nichts mehr, was unsere Verteidigung... Gutes Drehen hier könnte man machen, ne? Ja, da sollten wir für sparen. Die Drehgeschwindigkeit erhöhen. Zwar nicht unbedingt notwendig, aber... Oi, oi, oi. Geht von meinem Dach runter. Gut, hat noch gelangt. Sehr gut. So, komm. Bau ab. Na komm, Platz jetzt. So. Wir haben 28 zum Reparieren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir im finalen Kampf reparieren können. Glaube nicht, oder? 20 brauchen wir. Okay, jetzt brauchen wir noch 20 gelbe. Den kriegen wir aber unten raus. Dauert zwar. Also 4 brauchen wir auf jeden Fall für oben. Boah, was eine Last hier abzubauen. Bring mal schon mal einen Teil nach oben, dann kann der Aufzug was nach oben transportieren. Dann haben wir zumindest das Upgrade für die Drehgeschwindigkeit noch drin. Und den hier. Wir haben noch Zeit. Ich würde sagen, wir legen mal das Artefakt frei. Erstmal die offensichtlichen. Wie stabil kann man denn bitte sein? Hä? Moment. Ist aber nur ein Hinweis, oder? Nicht noch ein Upgrade. Obwohl, das bringt uns eh nichts. Weil es gibt eigentlich kein Upgrade mehr, was wir einbauen könnten. Ja. Okay, dann haben wir hiermit das Finale. Dazwischen können wir nochmal abbauen, klar, ne? Was war denn das jetzt? Das erinnert mich mal an Metroid Prime, der Sound.
Hat er das Ding hier aufgemacht wahrscheinlich. Okay, ich muss nach oben, ne? So, 25, 20 auf die Drehgeschwindigkeit und 4 auf dieses komische Anvisierteil, was ich noch nie freigeschaltet habe. So. Oh, nice. Ja, komisch aus mit den gelben Outlines. Okay, Finale würde ich sagen, oder? Reparieren. Wir können jetzt eh nichts machen, weil wir nicht genügend haben. Ja, das war's. Die Sauren. Ja, wir haben alles hier aktiviert. Wir haben das aktiviert. Das. Den Teleporter brauchen wir dann nicht mehr. Dann würde ich sagen. Dumm. Dumm. Wir haben die Zeit. Ich kann den Rest mittragen. Ist zwar unnötig, das Zeug mitzuschleppen, aber... Wir machen es einfach, weil wir es können. Ah, da ist noch einer. Finale ist aktiviert. Wir können reparieren. Können wir noch irgendwas machen, was uns irgendwie hilft, ne? Nix, ne? Bringt nichts. Wir können nur reparieren. Also gehen wir schon mal hier hoch, wo wir reparieren können. Ach doch, hier, den. Die Ressourcen können wir noch einblenden. Hey ho, let's go! Controller vibriert sich an ab. Deine Kuppel ist gerettet. Also das hätte ich nicht geschafft ohne. Könnt ihr vergessen. Also klar, ich hätte nachreparieren können in der Kürze der Zeit oder solche Sachen, aber mein Gott, alles gut. Beim nächsten Mal ohne das Artefakt. Wow, was ein Scheiß. 65 Wellen überlebt, 159 Minuten Spielzeit. Also 2,5 Stunden haben wir zurückgelegt. Und außerdem eine Entfernung von 38,6 Kilometer. 684 Monster, 2420 Blöcke, eine riesige Karte. Und wir haben eine neue Welt frei. Eine neue Welt freigeschaltet? Neue Welt? Neue Kampffähigkeit unverwundbar. Der Prestige-Modus ist auch noch interessant.
Jetzt frage ich mich, was wir am besten freischalten. Unverwundbare Kuppel. Was machen wir? Prestige-Modus ist so, wo man sich, glaube ich, mit seinen Freunden battlen kann. Vertrocknen haben wir das letzte Mal schon angeboten bekommen. Unverwundbar gegen die Bohrer. Wer weiß, wie lange das halt hält, das Unverwundbar, ne? Ich mach die Unverwundbarkeit. So, wir haben die Errungenschaft Schildexperte freigeschaltet. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also, wir können bei der Laserkuppel Schwert und Laser wählen. Ich finde, die Schwertkuppel müssten wir eigentlich nochmal probieren, ne? Wir haben jetzt so lange Laser gespielt, dass wir die Schwertkuppel eigentlich nochmal testen müssen. Die ist zwar echt schwierig. Den Techniker haben wir, dann können wir noch den Gutachter, achso, den haben wir noch nicht freigeschaltet. Haustier, nehmen wir natürlich die Katze, ist klar. Skin. Was ist das hier? Da haben wir auch 9. Ist das durch das Add-on oder nicht? Wir nehmen mal den, den wir schon freigeschaltet haben. So, Schild. Die Fruchtpflanze fehlt noch. Wir haben die Fruchtpflanze noch nicht. Ne, ich nehme dann das Schild, ganz klar. Reliktjagd. Bring es zu deiner Kuppel. Oder Prestige haben wir noch nicht freigeschaltet. Das heißt, das ist das Gleiche. Gut, wir haben die Schwertkuppel, ne? Ah, jetzt sind hier die... Ja. Jetzt sind hier diese Modifikatoren drin. Schnell und wach. Wird auch erklärt. Monster bewegen sich deutlich schneller, besitzen dafür aber weniger Gesundheit. Du hast zwischen den Monsterwellen doppelt so viel Zeit wie sonst, aber die Wellen sind stärker. Okay, ist auch interessant, ne? Ein Labyrinth. Die Karte ist labyrinthartig und verwoben und weist zahlreiche Abzweige und Sackgassen auf. Auch nicht schlecht. Double Iron. Doppelte Anzahl an Eisenvorkommen. Da wir jetzt die Schwertkuppel haben, würde ich keinen von den Modifikatoren nehmen. Naja, wir machen es so. Wir machen mal riesig Schwertkuppel und gucken, dass wir das nochmal ausbauen. So, es sind schon Ideen gekommen, den wir hier erschlagen mit der Kuppel, wenn wir einschlagen. Das ist wahrscheinlich der Sohn vom Boss oder sowas. Der jetzt hier gerade steht. Der hat sich auch schon hingelegt, als er es mitbekommen hat. Hat den Tod schon geahnt. Da sind wir in einer neuen... Was? Ach, jetzt gibt es ein Tutorial drin. Ja, das hätte ich mal am Anfang gebraucht, als ich mir einen abgekaspert habe mit dem Ding. Jetzt gibt es ein Tutorial, wie das funktioniert. Ah ja, und das Schwert hat noch eine Reflexion. Ja, gut, ja. Sehr coole neue Welt, würde ich mal sagen, oder? Haben wir hier freigeschaltet. Ich freue mich sehr. Cool, lass uns mal die ersten Ressourcen holen. So, und diesmal werden wir uns auf jeden Fall, wenn wir ein Vorkommen finden, werden wir auf jeden Fall was aufheben für den Baum, ne? Dass wenn der Baum wächst, dass der auf entsprechenden Ressourcen wachsen kann. Also wenn wir jetzt hier auf der ersten Ebene dann Ressourcen finden, also bis auf die zwei, die ich jetzt abgebaut habe, dann setzen wir da den... Setzen wir da den Baum, den Samen drauf, sofern wir einen finden. Okay, machen wir die Ebene noch, würde ich sagen. Ah, guck mal hier. Das werden wir machen. Da werden wir den Samen draufsetzen. Den lassen wir jetzt drin. Machen wir hier diese Ebene frei. Wie lang sind denn hier die Wellen? Oder hier ist noch mehr. Nee, das ist noch besser. Wir lassen das hier, da haben wir mehr Platz nach oben, oder? Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Ich komme! Ich komme! Ja, da haben wir mehr Platz auf der rechten Seite.
Ey. Oh, die sind stabil. Erste Runde fertig. So, ich würde sagen, ein guter Punkt, um diese Folge hier zu beenden. Wir haben die große Karte abgeschlossen. Wir sind jetzt mit der Schwertkuppel Kuppel mit neuem Hintergrund, den ich sehr, sehr schön finde im Übrigen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.